Moin, Spackos, hier kommen die Witze des Tages. Heute eine bunte Mischung. Nebel in der Dämmerung in dem einsamen Vorort von Boston. Es klopft an der Haustür. Oben geht das Schlafzimmerfenster auf. Wer ist da? Ruft der Hausherr. Unten antwortet eine tiefe Stimme. Ich bin der Bürger von Boston. Dreht sich der Mann oben um und sagt: Liebling, machst du bitte auf, da ist jemand für dich. Hanna, Liesel und Eva treffen sich zum Kaffeekränzchen. Hanna beklagt sich darüber, dass ihr Hund in der Nacht immer so laut schnarcht. Eva gibt ihr den Rat: Binde deinem Hund am Abend ein Lorbeerblatt um den Schwanz und du wirst sehen, dass er keinen Ton von sich gibt. Als die drei sich nach einer Weile wieder treffen, berichtet Hanna, dass die Methode ganz wunderbar war. Der Hund hat sich nicht mehr geschnarcht. Darauf Liesel: Ich habe euch ja noch nie davon erzählt, aber mein Mann, der schnarcht auch fürchterlich, besonders wenn er was getrunken hat. Wirkt das Lorbeerblatt denn auch beim Menschen? Nachdem Eva das bejaht hat, band Liesel am folgenden Abend ihrem Mann, der nach einer Zechtour spät nach Hause gekommen war, ebenfalls ein Lorbeerblatt um seinen Schwanz. Und tatsächlich, es wirkte auch bei dem. Als der Mann allerdings am nächsten Morgen die Behübschung seines beliebten Dinges bemerkte, rief er seinen Zechkumpan an und fragte: Du, wir waren doch gestern noch einen saufen. Stimmt, sagt der andere. Und dann waren wir doch noch im Puff, ne? Auch richtig, antwortet er. So weit kann ich mich auch noch erinnern. Aber weißt du irgendwas von der Siegerehrung? Das war's für heute. Macht's gut. Bis morgen. Nicht vergessen, Kanal abonnieren, sonst verpasst ihr was.